Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute ein Auflösungsvideo und zwar zu meinem letzten Giveaway. Und zwar das Giveaway 6 2020. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ich hatte ja ein Just for Fun Giveaway und habe dieses Teil hier verlost. Ich habe hiervon drei Stück hier. Und was ihr hier machen müsstet, um an sowas heranzukommen, hatte ich ja im letzten Video schon erklärt und auch in die Videobeschreibung geschrieben. Und zwar, ihr müsstet mir in dem Video eine kleine Frage beantworten. Und zwar die Lottozahlen, die ich in einer Szene eingeblendet habe. Und ihr müsstet natürlich den Bedingungen zustimmen, die ich in den Videotext, in die Videobeschreibung geschrieben habe. Denn wir sind hier in Deutschland und hier kann man nicht einfach so irgendwelche Giveaways veranstalten, ohne irgendwelche Bedingungen einzuhalten. So, schauen wir erstmal die Antwort auf die Frage uns nochmal genauer an. Ich habe letztes Mal einfach ein kleines Bildschirmfoto gemacht. Und zwar, das waren die richtigen Lottozahlen. 25, 23, 30, 33, 22 und die 0. 8. Wenn jetzt hier natürlich jemand jetzt die Zahlen durcheinander geworfen hingeschrieben hat oder hat statt 08 80 hingeschrieben, da bin ich jetzt mal nicht so streng. Das lasse ich auch noch gelten und die Person hätte dann auch noch gewonnen. Wichtig, jeder, der hier gewinnt, muss natürlich in dem Zeitraum des Einsendeschlusses natürlich kommentiert haben. Also ich hatte ja auch einen Einsendeschluss hier gesetzt. Wenn der Kommentar danach kam, ist natürlich keine oder hat die Person keine Chance mehr hier natürlich zu gewinnen. Da müssen wir dann auch noch mal darauf achten, wenn ich hier die Ziehung mache. Das überprüfe ich dann auch noch mal. Ich werde jetzt erstmal drei Gewinner ermitteln. Das heißt, mit einem random Kommentarpicker werde ich mir einfach drei Personen ziehen, werde hier überprüfen, ob die Person zugestimmt hat, meinen Bedingungen und die richtigen Zahlen genannt hat. Und dann erzähle ich euch, wie ihr die Gewinner dann hier an den Gewinn kommen. Aber schauen wir jetzt mal auf meinen Monitor. Ihr seht, hier habe ich das Giveaway-Video geöffnet. Wir scrollen einfach mal runter. Wir haben hier 61 Kommentare. Es ist nichts gespammt und nichts in irgendeiner Form gesperrt. Und wir öffnen jetzt einfach mal die Google-Suche. Suchen den Random Kommentarpicker. Okay, hier ist der Random Kommentarpicker. Den benutze ich, wie ihr wisst, ja sowieso in den meisten meiner Giveaways. Also öffnen wir diesen jetzt einfach mal. Kopieren hier die URL des Videos. Und scrollen hier nach unten. So, hier können wir jetzt unsere Adresse zu dem Video eingeben. Wir können doppelte Kommentare filtern. Das hatte ich ja auch gesagt. Wer hier doppelt kommentiert, hat dadurch keine höhere Chance. Und ich habe euch da auch darum gebeten, das nicht zu machen. Der Random Kommentarpicker wird doppelte Kommentare oder Kommentare, die nichts damit zu tun haben, wie Antworten und sowas ausfiltern. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir suchen hier und wir haben 60 gültige Kommentare. Das heißt, einer hat hier wahrscheinlich zwei Kommentare geschrieben. Die wurden natürlich, oder der zweite Kommentar wurde dann ausgefiltert. So, machen wir es nicht allzu spät. Spannend, suchen wir den ersten Gewinner, indem wir hier draufklicken oder den ersten möglichen Gewinner. So, das Tool sucht und wir haben jetzt hier jemanden und das ist dann schon mal ein ungültiger Kommentar, keine Lottozahlen, keine Zustimmung. Also müssen wir das Ganze nochmal wiederholen. Wir setzen wieder alles zurück und suchen noch einmal. So, und hier haben wir einen möglichen Gewinner. Wir schauen mal, ob hier alles stimmt. So, ich stimme den Bedingungen zu. Das wäre der erste Part erfüllt. Und dann haben wir hier auch ein paar schöne Lottozahlen stehen. Wir vergleichen die einfach mal, wenn ich jetzt hier meine anderen Lottozahlen noch finde. Ja, und zwar die 25, 23, 30, 33, 22 und die 8, 0, 8, 8 ist okay. Also wie gesagt, wenn er die Schreibweise nicht 1000%ig hinhaut, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wenn die Zahlen stimmen, ist das okay. Hier haben wir den ersten Gewinner. Also herzlichen Glückwunsch, wie du an den Toilettendeckel, den Toilettensitz, heute ist wieder mal alles ein bisschen wuschelig hier, und den Gliedermaßstab sowie natürlich die Fan-Sticker kommst, werde ich dir am Ende des Videos erzählen. Wir haben ja noch zwei andere mögliche Gewinner oder zwei andere Gewinner, die wir jetzt auch noch ziehen müssen. Und das machen wir einfach auch nochmal schnell. Also das hier wäre unser erster Gewinner. Wir scrollen nach oben, setzen wieder alles zurück und los geht's. Suchen wir den zweiten Gewinner. So, hier haben wir einen zweiten möglichen Gewinner. Auch hier überprüfen wir wieder die Lottozahlen, die angegeben worden sind. Und zwar auch hier wieder die 25, 23, 30, 33, 22 und die 08. Und ich stimme zu. Und somit ist auch hier alles in bester Ordnung. Du bist unser zweiter Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Okay, und
kommen wir noch zu einem dritten möglichen Gewinner. Auch wieder alles zurückgesetzt und Feuer. Los geht's. Wir suchen. Und auch hier wieder leider nicht gültig, dieser Kommentar. Keine Lottozahlen. Er hat nichts zugestimmt. Und also noch einmal, es wird heute wirklich richtig spannend. Zurück und wir versuchen jetzt den dritten Gewinner zu ermitteln. So, hier, das sieht doch ganz gut aus. Ich hole nochmal die Lottozahlen bei und auch hier diesmal geordnet, die 08 ist drin, die 22 ist drin, die 23 ist drin, die 25 ist drin, die 30 ist drin und die 33. Und wie gesagt, ich stimme den Einstellungen zu. Naja, gut, okay, lassen wir das einfach mal gelten. Und damit hätten wir dann auch unseren dritten Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. So, wie kommt ihr jetzt an diesen WC-Sitz und dann dementsprechend natürlich auch an einen meiner Gliedermaßstäbe und hier so einen Sticker oder mehr sagen, zwei Sticker wollte ich euch ja reinlegen. Das ist ganz einfach. Ihr schaut auf meiner Homepage vorbei, dort findet ihr eine E-Mail-Adresse und an diese E-Mail-Adresse schreibt ihr mir bitte eine E-Mail mit eurer deutschen Postadresse, sodass ich schnellstmöglich das Paket an euch rausschicken kann. Ich werde wahrscheinlich einen kleinen Verifizierungsprozess nochmal laufen lassen, denn ich muss ein bisschen überprüfen, dass ihr auch wirklich ihr seid, denn es gibt, wie gesagt, immer mal ein paar Scherz- oder Spaßvögel, die hier versuchen, einen etwas reinzulegen und sich diesen Gewinn zu erschleichen. Ihr habt für die ganze Aktion exakt 24 Tage, nein, jetzt habe ich mich selber verbabbelt, Entschuldigung, 14 Tage, komplett zurück, 14 Tage habt ihr Zeit, mit mir in Kontakt zu treten. Und zwar 14 normale Tage, keine Werktage, 14 Tage. Und zwar das von morgen an. Das heißt, ich drehe jetzt das Video am 02.07. Und ich werde das Video morgen veröffentlichen oder mehr sagen morgen auf YouTube oder das andere Video stellen und euch zur Verfügung stellen. Also habt ihr ab dem 03.07.2020 exakt 14 Tage Zeit, mit mir in Kontakt zu treten über meine E-Mail-Adresse. Falls ihr dieses Video nicht seht oder auf dem anderen Video nicht vorbeischaut, denn dort wollte ich ja die Gewinner auch bekannt geben und wollte auch einen Link zu diesem Video setzen. Also falls ihr auf diesem Video nicht mehr vorbeischaut, werde ich natürlich unter euren Kommentaren auch nochmal kommentieren und euch nochmal direkt in den Kommentaren aufrufen, mir bitte zu antworten. Wie gesagt, schafft ihr das nicht innerhalb von 14 reinen Tagen, so verfällt euer Gewinn und ich entscheide dann weiter, was mit dem verbliebenen Gewinn passiert. Wahrscheinlich werde ich ihn dann in meinen Marx Flohmarkt rüberschieben und dort auch nochmal ausloben. Was ist der Marx Flohmarkt? Das ist auf meinem Zweitkanal eine Aktion, die ich schon seit Jahren mache. Und zwar verlose ich oder man sagt, verschenke ich hier monatlich Dinge, die ich übrig habe, die ich nicht mehr brauche. Und hier könnt ihr dann diese Dinge abgreifen. Also wenn ihr Interesse an diesem Marx Flohmarkt habt, schaut doch einfach mal auf meinem Flohmarkt vorbei. Den verlinke ich euch einfach hier oben unter dem i. Wenn ihr hier jetzt nichts gewonnen habt, seid bitte nicht traurig. Ich werde noch viele andere Sachen hier auf M1Molter und natürlich auch auf M1Molter Video verlosen. Diese ganzen Giveaways, Gewinnspiele findet ihr auf meiner Homepage. Das verlinke ich euch auch hier oben unter dem i. Hier kommt ihr direkt auf diese ganzen Gewinnspiele, auf den Flohmarkt und alles. Und könnt ihr auch vorbeischauen und könntet auch nochmal euer Glück versuchen. Hier an der Stelle auch nochmal ein herzliches Glückwunsch oder einen herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner. Wie gesagt, setzt euch schnellstmöglich mit mir in Verbindung, damit ich dann so schnell wie möglich diese Pakete an euch versenden kann. Okay, ich möchte euch nicht mehr zu lange aufhalten. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.